Die Invasion von Siegfrieds seltsamem Experimentierbunker geht weiter. Ich bin Dennis, wir sind wieder bei Jagged Alliance 3. Jagged Alliance 3. Und wir haben mit 11 Söldnern den Bunker gestürmt. 10 sind noch übrig, Vicky ist tot. Und wir haben aber auch schon, würde sagen, ungefähr 10 Gegner getötet. 2 sehe ich jetzt hier noch. Vielleicht sind hier im hinteren Teil des Bunkers noch mehr Gegner. Wobei, wer weiß, was die hier gemacht haben. Oh Gott, was ist denn das für ein ekelhafter Scheiß hier? Na gut, wir werden es herausfinden, sobald wir die letzten Typen erledigt haben. Und ja, wir beenden jetzt mal den Zug und gucken, was hier passiert. Also das hat mich jetzt wirklich überrascht, mit was für einer vehementen Gegenwehr wir hier zu rechnen hatten. Das habe ich echt nicht ganz so krass erwartet, ehrlich gesagt. Also, schon, dass es stressig wird, deswegen bin ich ja auch mit 11 Leuten hier reingegangen, aber nicht... Ja, das war jetzt die Blendgranate. Immerhin nur die Blendgranate. Hab ihn trotzdem noch ein paar Mal ordentlich getroffen. Noch eine Blendgranate. Aber das war ja noch... Da sind wir ja noch glimpflich davongekommen, würde ich sagen. Ich könnte sogar versuchen, ihn zu treffen von hier aus. Wir probieren es mal mit Steroid. Schön, 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 schön. Yes. Du triffst vermutlich nichts. Maestro hat ja nur eine Nahkampfwaffe. Und ich habe aber auch den Granatwerfer. Vielleicht können wir mit dem ja mal was machen. Da habe ich nämlich auch eine Blendgranate. Das könnte zumindest dabei helfen, dass der mich nicht gut treffen kann von da hinten. Was der kann, kann ich schon lange. Mit Blendgranaten um mich schießen. Dann kann Maestro sich jetzt nämlich mal selber behandeln hier. So, die sind alle beschäftigt mit sich verbinden. Hello. Barry ist hier in Deckung gegangen. What's on your mind? Fox ist hier vorne. Die haben alle keine Fernkampfwaffen leider, ne? Meine Sniper verbinden sich gerade alle. Barry Unger. Ich könnte noch Barry hier hinstellen und... Aber wozu? Ich stell den mal hier vorne an die Tür. Und ich würde Fox mal in Deckung bringen. Die soll sich mal selber behandeln. Die soll sich mal selber behandeln. Jedes Gramm Lebensenergie, was ich hier irgendwie dazu bekomme, ist hilfreich. Nails ist tatsächlich bisher komplett nutzlos. Ich glaube, das mit der Schrotflinte... Ich weiß nicht, vielleicht kriegt der noch ein Maschinengewehr, dann ist der wenigstens für Fernkampf auch irgendwie zu gebrauchen, weil aktuell ist der halt, man guckt ja mal die Reichweite an. Den kann ich halt wirklich nur hinter eine Tür irgendwo stellen und hoffen, dass er nicht getroffen wird. Und hoffen, dass er Leute trifft, wenn... Alright, I'm going. Just nobody shoot at me until I get there. Er hält Brutus nach dem ersten Kill im Kampf, naja, weiß ich nicht, ob das noch passiert hier. Ob der noch jemanden killt mit der Nahkampfwaffe. Barry kann nicht so richtig was machen. Kann er sich noch selber behandeln oder irgendwen anders? Nicht so richtig. Also nichts, was super sinnvoll ist. Na gut, dann Zug beenden. Bitte. Oh nein, da sind noch mehr! Oh. Alter, Falter. Oh, jetzt ist aber mal gut. Man kann auch mit Blendgranaten jemanden töten, wenn man oft genug trifft. Okay. Der war daneben. Weiter daneben. Wie viele sind denn da noch? Gott. Es fühlt sich gerade an wie so ein Zwischenboss irgendwie. Obwohl es jetzt hier kein Bosskampf ist im klassischen Sinne. Seid ihr mal fertig mit Verbinden jetzt hier langsam? Ihr habt keinen Bock mehr auf euch. Eurem ganzen Verbinden hier. Ja, Raven ist nah genug, dass sie mal auf was trifft. Schieß und triff. Sehr schön. Vielleicht können wir nämlich den ersten dann hier schon erledigen, diese Runde. Komm, Steroid. Flieg und Sieg. Ah, der... Schwer verletzt. Ist leider immer noch nicht gut genug. Kannst du dich... Dann leg dich mal hin. So, du verbindest dich gerade noch. Ich traue mich halt irgendwie nicht, die hier wieder nach draußen zu ziehen, alle. Vor allem Wolf, der hat das Maschinengewehr, der wäre eigentlich optimal oder ziemlich optimal geeignet, um den da irgendwo hinzustellen. Aber halt auch nicht so richtig, weil er kaum noch Lebensenergie hat. Scope muss ich mal wieder hier nach vorne ziehen.
Die brauche ich als Sniperin, die Sniper, weil der Gang ist so lang. Ich treffe ja nichts mit den Leuten, die nur so auf kurze Distanz schießen können. Ich traue mich auch ehrlich gesagt nicht, hier die Außen zu umgehen. Also erstens dauert es ewig. Und zweitens weiß ich ja nicht, ob hier in dem Raum nicht vier Typen stehen. Und dann mache ich wieder eine zweite Front mir auf. Aber es wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee, grundsätzlich hier den Raum mal ein bisschen zu sichern. Also falls, nur für den Fall, dass die hier irgendwie durchkommen wollen. Ist vielleicht gar nicht so eine doofe, gar nicht so eine komplett bescheuerte Idee. Die hier schon mal so ein bisschen aufzustellen. Yes? Falls hier irgendwer kommt. You just like watching me walk. Oh, wenn da jemand durch die Tür kommt, dann sind wir jetzt zumindest nicht, werden wir nicht überrumpelt. Ich glaube, Profis würden das so handhaben wahrscheinlich. Huh? Hitman verbindet sich immer noch. Ah, Nails ist halt komplett sinnlos. Barry. Okay, Barry geht jetzt mal. Barry, geht mal hier hin. Kann ich eine Rohrbombe so weit werfen? Nee. Das Ding kann ich. Kann ich theoretisch gerade so weit werfen und. I have no clear shot. Von hier aus ist viel zu weit weg. Der wird auch nicht so weit vorrücken. Der wird versuchen. Ich weiß, mit der Hohlladung versuchen. Der Typ wird versuchen, von da aus wieder mit seinem Granatwerfer zu schießen. Vielleicht erwische ich ihn ja mit der Hohlladung. Ja! Boah. Richtig erwischt. Sehr schön. Okay, dann das heißt, es sind nur noch die beiden Typen da hinten. Plus jeden weiteren, der da noch ist. Können auch noch mehr sein. Yo. Zug beenden. Bitte lass es nicht noch drei oder vier sein. Das ist wieder eine Granate. Und Gott sei Dank nur auf Steroid da vorne. Das ist nicht so wild. So, das heißt, wir haben die Möglichkeit jetzt mit Raven nichts zu treffen, natürlich nicht. So, wenn er sich bewegt, ist er dran. Sag mal, wie lange verbindet sich Hitman eigentlich noch? Verbinden, unterbrechen, das reicht jetzt. Du hast dich genug verbunden. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du aufhörst, dich zu verbinden. Du gehst nach vorne. How can I assist? Wie hat er noch? Wenn ich ihn jetzt hinstelle, dann trifft er, theoretisch kann er beide treffen. Versuch's mal. Na, immerhin schon mal ein bisschen Schaden. Das ist ja schon mal ein Anfang. So, jetzt habe ich hier meine drei Scharfschützen aufgestellt. Wenn jetzt hier eine Granate mitten reinfliegt, dann sind die auch alle hin. Aber immerhin habe ich sie wieder alle so weit hochgeheilt, dass es halbwegs geht. Harry Unger. Ich kann nicht Barry noch irgendwo hin vorrücken. Vielleicht hier hin. Vielleicht so. Und dann kann er noch in ein bisschen Entdeckung gehen. Sich noch hinlegen. Ja, hinlegen ist gut. Und Foxy, die stehen hier weiterhin. Jetzt habe ich doch irgendwie geneigt, zu versuchen, da vorzudringen. Ich probiere es jetzt einfach mal. No risque, no funne. Wie man so schön sagt. Also ihr drei rückt jetzt mal da innen vor und wir versuchen, die vielleicht mal zu umgehen von der Seite. Nails. Ich weiß nicht, Leute. Ich weiß nicht. Hat der irgendein... Kann ich ihn irgendwie sinnvoll verwenden? Ich muss dem echt eine andere Waffe geben. Naja, ich kann ja die Waffen von Vicky jetzt nehmen. Die ist ja... Die brauchst du ja nicht mehr. Moral sehr niedrig. Komisch, woher kommt das? Müssen hier direkt um die Leiche ihrer Kollegin rumschleichen. Wieso hat sie jetzt nicht geschossen? Ich versteh's nicht. Ah ja, immerhin haben die nicht angegriffen. Okay, jetzt... Geht der hier rein? Ah ja, jetzt versucht er nämlich hier reinzukommen. Soll er machen. Habe ich kein Problem mit. Dann habe ich jetzt nämlich Zeit in Ruhe zu versuchen, den Sniper da hinten zu erledigen.
MG-Schützen zu erledigen mit meinem Sniper. Target is in my sights. Ist halt sehr weit weg, aber Raven, wenn es jemand trifft, really, dann sie. Really good at it. Sie ist sehr, sehr, sehr gut mit ihrem Job. Das stimmt. How can I assist? So, Barry geht jetzt mal hier hin. Und wenn ich jetzt es schaffen würde... Warte mal. Ich kann mich auch hier hinstellen. Wenn ich die Rohrbombe hier vielleicht hinwerfe... Vielleicht habe ich da eine Chance, dass der Typ da vorne erwischt wird, der da um die Ecke gelaufen ist. Aber wobei, der wird sich ja wahrscheinlich bewegen nächste Runde. Naja, wir werden sehen, wir werden sehen. Okay, okay, okay. Okay, so, Steroid geht jetzt mal hier vorne hin. Das, so. Und macht jetzt sowas hier. Falls der da wieder rausgekrochen kommt aus seiner Ecke, dann haben wir ihn nämlich direkt im Visier. Scope rückt vor. Yes? Maestro rückt vor. Jetzt gerade haben wir... Wir haben eine Verschnaufpause bekommen. Eine Runde Verschnauf zum Verschnaufen. Move it. Wo uns niemand beschossen hat. Das ist auf jeden Fall viel wert. Und ich würde jetzt auch hier nicht weiter vorrücken tatsächlich, sondern abwarten, was der Typ macht. Ich könnte mir vorstellen, dass das... Dass der sich jetzt da irgendwie, dass der sich jetzt irgendwie vielleicht hier lang bewegt oder da stehen bleibt. Aber je nachdem, also egal was er macht, ich habe ihn irgendwie im Visier. Das ist doch schon mal, das ist doch schon mal der Plan, oder? So. Kalina macht nichts. Die steht da einfach. Ich könnte jetzt die Tür aufmachen. Ich würde schon gern wissen, ob er da jetzt direkt hinter der Tür steht, aber... How can I assist? So. Aber mach ich nicht. Mach ich nicht, ist mir zu gefährlich. Yes? Ja, Nails. Nails kommt mal mit hier rüber und macht auch nichts. So. Zug beenden. Jetzt kommt er nämlich hier wieder raus. Versucht da wegzulaufen von der Rohrbombe. Wird aber von meinen Leuten beschossen. Jetzt wämst da nochmal. Zwei Blendgranaten rein. Das ist natürlich total blöd, dass die ganzen Schatzschützen davon jetzt beeinträchtigt werden. Aber die Rohrbombe hat genau getan, was sie tun soll. Und das gefällt mir. So, und jetzt schieße ich nämlich zweimal mit Steroid auf ihn. Ich traue ihm zu, dass er beide Male trifft. Ah, nein, die Munition! Die Munition ist alle. Shit. Hallo. Ärgerlich. Ah, nee, dann muss ich mich mit... Oder vielleicht kann ich erstmal mit Raven schießen. Ready for the shot. Komm schon, einfach auf den Körper. Immerhin well, Streifschuss. You can't hit them all. You can't hit them all. Der trifft natürlich nichts hier. Dann gehen wir hier in Deckung. Scopey trifft auch nicht. Taking du gehst cover. Auch einfach in Deckung. Dann probieren wir es mal mit... Er hat natürlich jetzt die falsche Waffe. Dann wechsle ich jetzt nochmal. Triff ihn. Schwer verletzt. Sehr gut. Sehr gut. So, Barry, dann... Wollen wir die letzte Rohrbombe werfen? Ich meine, es bringt ja auch nichts, sie sich immer aufzuheben, oder? Also irgendwie so richtig sinnvoll ist das ja auch nicht. Das ist wie wenn man am Ende beim Bossfight in Diablo dann irgendwie noch 250 Heiltränke hat und braucht man einen. Dann ist er nämlich schon mal ein bisschen in seine Schranken gewiesen. Ich kann auch sogar nochmal auf ihn schießen. Dann nehme ich nämlich nur einen Punkt. Fast tot. Und gehe dann nämlich wieder in Deckung hier. Und die anderen sind alle hier drüben. Zug beenden. Es wird nochmal unangenehm. Ah, nochmal alle getroffen. Alter, der haut richtig ordentlich rein, aber das hat ihm auch nicht geholfen. Hab ich gewonnen? Ich hab gewonnen, Leute! Oh Gott, was für ein furchtbarer Kampf. Oh, also was für ein großartiger, epischer Kampf, aber... Es hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, dass Vicky stirbt. Das hätte nicht unbedingt passieren müssen.
We're on it. Oh Mann. Ich kann es noch gar nicht fassen, was hier passiert ist. So, jetzt sammeln wir erstmal den ganzen Schrott ein, den wir hier irgendwie haben. Also erstmal das ganze Zeug von Leuten. Und dann, also von den Leichen. Und dann untersuchen wir den Kram, der hier rumliegt. Und vor allen Dingen speichere ich jetzt erstmal. What have we here? Yeah, what have we here? Tommy Gondarski sends a blessing from above. Eine Leiche haben wir. Eine wunderschöne, wunderschöne Leiche. Also ich glaube, so ein paar Sachen können wir direkt verschrotten. Sie hätte auch Senfgasgranaten gehabt, wenn sie sie hätte einsetzen können. Wäre nicht so schlecht gewesen wahrscheinlich. Ich nehme jetzt mal alles mit. Hier, das passt nicht mehr ins Inventar. Passt das hier noch irgendwie? Wir sind komplett voll, Leute. Wir sind wieder mal... Ne, die haben noch ein bisschen Platz. Naja. Okay, so, jetzt haben wir hier einiges eingesammelt. Dann gucken wir mal weiter. Ist mal schade, dass man die Leute nicht begraben kann oder irgendwas noch machen mit denen, weil... Sie hätten es natürlich irgendwie verdient. Eine schöne Kevlar-Weste. Das Inventar der Söldner ist voll. Ihr habt doch noch Platz. Look there. Oh, die haben so viel Waffenkram hier. Ich muss jetzt erstmal gleich ein bisschen ausfiltern, was ich alles dann verschrotte und was nicht und so. Ja, okay. Aber da hier ist ja wirklich ein... Something of wow. Great value. Cool, cool, cool. Dann nehmt das mal mit. Hier ist ja wirklich alles voll mit Zeug, also... Laying rubber. So, was ist hier? Ich habe ein bisschen Angst bei Räumen, wo ich während des Kampfes nicht drin war. Nicht, dass da irgendwie dann doch noch ein Zombiehund aus der Tür springt plötzlich. Ist hier noch irgendwas? Sieht halt irgendwie so aus, als hätten die hier einfach nur Essen zubereitet. Naja, auch in einem Horror-Experimente-Bunker gibt es ja irgendwie meistens eine Küche. So, Macheten brauchen wir nicht. Den Rest nehmen wir mit. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Schauen wir, ob hier noch irgendwas ist. Hier sind nur zerwühlte Betten. Türchen auf. So, und jetzt schauen wir mal, was es hier für Sachen zu finden gibt. Ob wir da einfach nur Geld bekommen, wenn wir die hacken, oder ob wir da noch irgendwas anderes von haben. Hallo. So, Weisheitscheck, ein geduldiges Durchsehen, sondern sagen sie, Schlachtfelddroge Diesel erst zwischen 68 und 73 und dann wieder 98, 99 hergestellt wurde. Also es war eindeutig eine Droge aus dem Vietnamkrieg, würde ich sagen, Anfang der 70er. Wüsste jetzt nicht, was da sonst für ein Krieg war, außer irgendwie, also ein Krieg der Russen irgendwie. Weiß ich jetzt aber nicht. Nee, die sind erst 80, 81 ist die Sowjetunion. Wann war das in Afghanistan einmarschiert? In Anfang der 70er war eigentlich nur der Vietnamkrieg, aber da war der ja auch schon bald wieder vorbei. Also. Hallo. Are you against the Allies? Was? 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 Dr. Gruselheim? Das ist nicht euer Ernst. Siegfried von Essen, Dr. Gruselheim. Wenn wir Mitglieder einer Allianz sind, ist das aber eine ziemlich schräge. Wir sind keine Alliierten, nein. My memory is playing tricks on me once again. So ein Alt-Nazi. No lies anymore. Are you here to capture me? Wer bist du überhaupt? My name is Dr. Rudolf Gruselheim. I personally designed this complex. And sadly, I'm both its director and prisoner. Okay. Moment mal. Also Dr. Gruselheim heißt eigentlich Dr. Rudolf tot. Na was denn nun? Gruselheim oder tot? Also das verwirrt mich jetzt etwas. Also keine Ahnung, warum hat er jetzt zwei Namen? Ist irgendwie eine schlechte Übersetzung oder so? Aber wie kann man denn tot in Gruselheim übersetzen? Also, weiß ich nicht. Das ist ja eher sowas Dr. Haunted Mansion oder so. Oder Haunted House. So, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall ist der, hat er diese Anlage hier entworfen. Wahrscheinlich um ekelhafte Dr. Mengele KZ-Experimente zu machen. Aber er ist jetzt auch gefangen hier. Hat der Siegfried ihn hier gefangen? Sind die beiden Verbündete oder Feinde? Sind ja beides Deutsche.
Also würde man ja erstmal annehmen, dass die vielleicht zusammenarbeiten. Aber vielleicht haben sie anfangs zusammengearbeitet und dann hat Siegfried ihn aber hier irgendwie gezwungen zu Dingen, die er gar nicht wollte. Aber wenn er diese Anlage entworfen hat, also dann war ihm ja klar wahrscheinlich, was hier passiert, dass da irgendwelche, keine Ahnung, Experimente oder sonst was stattfinden. Okay. Warum denn sie gefangen nehmen? I admit, I'm looking forward to it. I am well aware how von Braun capitulated to the Americans. Und got to play with toy rockets again. I hope that the same could be arranged for me. Das hättest du gerne. I don't want to spend the rest of my life working for Nazis. Please come with me as a Creole lab and I will gladly capitulate. Where are you now? Darf ich mal kurz darauf hinweisen, dass er denkt, er arbeitet noch für die Nazis und wir seien die Alliierten? Wie soll das funktionieren? Wie alt ist der Mann? Wir sind jetzt im Jahr 2000. Das ist über 50 Jahre her, aus deren Sicht. Also aus unserer Sicht jetzt ist das ja sogar schon fast 80 Jahre her. Aber der Typ, der war der irgendwie 25, als er bei den Nazis gearbeitet hat? Dass er jetzt so, ich meine, für mich sieht der Mann aus wie 70 oder sowas auf dem Porträt hier links. Das passt doch irgendwas nicht, oder? Ach, er sagt ja Kryolabor. Vielleicht ist er eingefroren gewesen die letzten 50 Jahre. Und wurde jetzt erst geweckt, irgendwie, gerade vor 2 Jahren oder sowas. Das würde es erklären. Diesel. Some 10 or 12 years ago, the original troops who guarded us. Das sind alles Alt-Nazis. Starting to get old. And Siegfried himself was not the boy I remembered anymore. So he vitrified me and asked me to create a serum that could make the old young again. Bah, das ist not possible. Not within the time frame we had. I developed das Super Soldat Programm instead. Siegfried was happy with it and ever since has been using it to turn local boys into relentless war machines. Okay. Also so eine Geschichte ist das hier. Die haben Einheimische sich geschnappt und haben Supersoldaten mit irgendeiner Droge aus ihnen gemacht. Vermutlich mit diesem Diesel oder mit einem Produkt, das daraus hergestellt wird. Und er scheint ein alter Nazi-Wissenschaftler zu sein, der jetzt eingefroren war 50 Jahre und der Siegfried war. Finden wir jetzt raus? Die Gestapo appointed Siegfried as mein sein Assistent. Assistant. He was supposed to contribute as administrative director for the completion of Projekt Eisdrache. Ach so. Projekt Eisdrache. Heißt deswegen die Mine irgendwie Drachenberg-Mine? Weil es hier der Drachenberg ist, weil hier das Projekt Eisdrache unterirdisch umgesetzt wird von den alten Nazis? Ihre Geschichte hat ganz schön große Löcher. Ah, so, I was in the Kryokamera multiple times already. And I keep losing track of time. The Verifikation-Technologie was not meant to be used repeatedly on the same person, you see. Okay, also der Typ ist irgendwie ein bisschen durch den Wind vom mehrmaligen eingefroren und wieder aufgetaut werden. Wer kennt das nicht? I have to hang up anyway. Geht uns allen so. The guards may overhear me talking on the telephone. Okay, also wir müssen ins Kryolabor um... Oh, was? Verstärkung ist auf dem Weg? Ich kann nicht. Ich kann keine Verstärkung jetzt. Leute, ich hab... Ich weiß doch, wie... Aber... Nee. Kann ich nicht hier irgendwie abhauen? Komme ich hier nicht weg? Ich will nicht. Very ungern. Komme ich hier nicht raus? Nein. We hear you, Chief. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Jetzt muss ich weiterkämpfen, obwohl ich schon fast tot bin und keine Munition mehr habe? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, wir müssen hier hinten hin, wo das Maschinengewehr ist. Weil wenn die Verstärkung von hier kommt, okay, dann habe ich Pech gehabt. Aber wenn die Verstärkung von hier kommt, habe ich einen großen Vorteil, wenn ich an dem Maschinengewehr bin. Das heißt, wir müssen uns eigentlich hier hinten verschanzen. Okay, Leute, es bleibt spannend. Diese ganze Geschichte eskaliert gerade extrem. Was für ein Irrsinn. Ich dachte eigentlich, ich gehe mal jetzt für 1 oder 2 Folgen hier runter.
in diesen Keller. Aber ich habe das Gefühl, ich bin hier auf eine komplette Mini-Story-Kampagne gestoßen, die ich jetzt erstmal eine Weile verfolge. Das werden wir wohl noch ein bisschen weitermachen müssen. Ich komme jetzt hier auch nicht wieder raus. Also hoffen wir einfach mal, dass ich das irgendwie überlebe, ohne dass noch weitere Leute sterben. Und wenn dann vielleicht nur noch einer oder eine. Oh je. Drückt mir die Daumen. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.